Don't forget your first love. We were young and wild, we were born. Zeig doch bitte mal deine Stallapotheke her. Beim ersten Teil dreht sich jetzt alles darum, was meiner Meinung nach in einer Stallapotheke schon vorhanden sein sollte, bevor das Pferd ankommt. Und beim zweiten Teil werde ich dann so ein paar Bereiche ansprechen, wie zum Beispiel Kolik, Bauchweh, Bauchkrämpfe, Strahlfäule, Mauke, Ekzem, Juckreiz. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch ja auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche bestimmten Videowünsche habt, die ich so die kommenden Woche drehen soll. Denn meine aktuelle Videowunschliste von euch ist wirklich schon sehr lange. Denn es hat sich wirklich jetzt schon ganz viel angesammelt und mittlerweile habe ich schon ein bisschen den Überblick verloren und weiß jetzt nicht mehr, was ich jetzt so die kommenden Wochen drehen soll, was euch am meisten interessiert. Und deshalb habe ich euch einfach gefragt, was ich denn so die kommenden Woche drehen soll. Und da kam jetzt auch wirklich ganz, ganz oft, zeig doch bitte mal deine Stallapotheke her. Und ihr habt euch da auch was Spezielles gewünscht und zwar haben mir da ganz, ganz viele geschrieben, ob ich nicht den stärkeren Bezug auf das legen könnte, was in einer Stallapotheke sein muss oder sein sollte, wenn mein allererstes Pferd einzieht. Und ich fand diese Videoidee einfach richtig, richtig cool und habe dann gleich gedacht, ja, das drehe ich genauso. Genau dieses Video drehe ich jetzt für euch ab. Genauso ein Video hätte ich damals echt bei mir gut gebrauchen können, als ich ihn mir gekauft habe. Ich habe natürlich auch ganz, ganz viele Videos zur Stallapotheke angeguckt und ich habe eben ein bisschen gehofft, dass ich aus diesen Videos heraus hören kann, was für Sachen ich mir jetzt am Anfang gleich besorgen soll, bevor eben der Wiki ankommt. Bloß meistens wird eben bei diesen Videos einfach der komplette Fundus hergezeigt und dann weiß man am Ende nicht, ja und was brauche ich jetzt? Und deshalb werde ich das Video jetzt in zwei Teile teilen. Beim ersten Teil dreht sich jetzt alles darum, was meiner Meinung nach in einer Stallapotheke schon vorhanden sein sollte, bevor das Pferd ankommt. Und beim zweiten Teil werde ich dann so ein paar Bereiche ansprechen, wie zum Beispiel Kolik, Bauchweh, Bauchkrämpfe, Strahlfäule, Mauke, Ekzem, Juckreiz. Da gibt es dann noch so ein paar andere Bereiche oder Krankheiten beim Pferd, was eben noch auftreten könnte. Und wir haben da auch schon ein paar Sachen durch. Und ich habe natürlich auch dann schon meine Produkte gefunden, von denen ich echt überzeugt bin und die auch bei uns wirklich richtig gut wirken und helfen. Und genau, dann werde ich euch noch so ein paar Bereiche hier ansprechen, die auch eben häufiger vorkommen könnten. Hier neben mir steht jetzt schon meine Stallapotheke und nein, die ist natürlich nicht so groß, wenn man das erste eigene Pferd sich holt. Ich hatte am Anfang eine ganz, ganz kleine Box, wo wirklich bloß so ein paar Sachen drin waren, die ich einfach schon im Stall haben wollte, bevor der Wiki kommt. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, über mehrere Monate und Jahre kommt da einfach irgendwie immer mehr dazu, weil immer mehr Sachen das Pferd vielleicht hat. Muss natürlich nicht sein, aber kann sein und deshalb ist die mittlerweile bei mir auch schon echt ziemlich groß. Ich habe jetzt meine komplette Stallapotheke einmal ausgeräumt und in Bereiche sortiert und wir starten jetzt auf jeden Fall gleich mal, was man meiner Meinung nach schon haben sollte, bevor das Pferd ankommt. Starten wir mal etwas nicht ganz so Spannendes, aber was man wirklich immer am Stall brauchen kann. Das sind einfach stinknormale Feuchttücher. Ich achte immer darauf, dass sie ohne Duft und Farbstoffe sind, denn damit kann man einfach super gut die Nüstern reinigen, die Augen reinigen oder andere Sachen am Stall reinigen. Und ja, die sind ja auch überhaupt nicht teuer und die sind wirklich immer sehr praktisch am Stall. Dann habe ich noch hier etwas, was auch nicht ganz so spannend ist. Und zwar sind das einfach ganz normale Einweghandschuhe. Ich habe die immer an, wenn ich irgendwelche Wunden reinige, damit einfach ja nichts reinkommt. Und besonders, wenn man irgendwelche abfärbenden Mittel, irgendetwas behandelt, dann werden die Hände nicht total farbig oder rot. Und ja, also Einweghandschuhe braucht man eigentlich auch immer am Stall. Dann starten wir jetzt gleich mit der Behandlung von Wunden. Natürlich sollte man irgendein Desinfektionsspray am Stall haben, irgendwo im Spind. Das braucht man einfach wirklich immer. Das ist auch vollkommen egal, welches, aber ein Desinfektionsspray sollte man wirklich in seiner Stallapotheke haben. Dann bleiben wir gleich mal beim Desinfizieren von Wunden. Ich bin ein absoluter Fan von Silberspray, Aluminiumspray. Ich habe die immer in meiner Putzbox drinnen stehen. Ich liebe sie einfach. Ich kaufe die auch immer sofort nach. Denn wenn ihr wirklich irgendwelche kleinen Wunden hat, keine Schürfwunden, tue ich das erst ordentlich desinfizieren und dann sofort dieses Silberspray auftragen. Denn dieses Silberspray desinfiziert auch gleichzeitig und schließt diese Wunde eben richtig schön ab, dass das einfach gut abheilen kann und nichts mehr reinkommt. Und ja, also wenn ich kleine Wunden hatte, sprühe ich drauf und ein paar Tage drauf ist es eigentlich schon fast abgeheilt. Und das hält auch wirklich gut. Es kann auch regnen.
Dieses Silberspray, Aluspray geht nicht runter und versiegelt diese Wunde echt richtig gut. Natürlich gibt es nicht nur jetzt ganz, ganz viele Sprays, die eine Wunde desinfizieren und irgendwie schützen, sondern es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Cremes und ich habe da auch zwei, und zwar zum einen meine geliebte Annika-Creme. Ich meine, die verwenden wir auch. Annika-Creme hat einfach eine ganz besondere Wirkung und unterstützt einfach die Wundheilung, und ich benutze diese hier für die äußere Anwendung. Und ich habe auch noch Globulis für die innere Anwendung, da bekommt der Vicky die auch, also wenn irgendeine Wunde hat. Dann bekommt ihr eigentlich immer von mir Annika-Kugelchen. Ich habe da die D12, weil die einfach nochmal komplett von innen heraus unterstützen, dass die Wunde abheilt, und eben für die äußere Behandlung die Annika-Salbe. Und das bekommt man einfach beides bei der stinknormalen Apotheke. Und dann habe ich hier noch eine ganz bekannte Creme. Hallo Sally, willst du wieder Hallo sagen? Du musst immer dabei sein, gell? Ja, ich weiß. Ja, ich glaube, die kennt jeder. Das ist ja diese ganz typische Beta-Isadonna-Creme. Und die habe bei mir auch schon ziemlich mitgenommen aus, weil ich die echt gerne verwende. Die hat auch ein bisschen eine dickere Konsistenz. Und ich tue mir erst die Wunde quasi reinigen und desinfizieren und dann diese Creme auftragen. Und durch das sie eben so fester und dicker ist, bleibt die auch echt gut auf der Wunde haften und unterstützt die Wunde bei der Abheilung. Und dann habe ich jetzt hier noch drei weitere Cremes. Und ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, welche ich euch jetzt zeige. Man braucht natürlich nicht alle drei, aber ich stelle euch jetzt einfach mal alle drei vor, aber von denen bin ich echt überzeugt, begeistert und verwende sie super, super gerne. Und ja, ich fange einfach mal mit der allerersten an. Die allererste ist von Showmas. Das ist so eine Wundschutzcreme und die besteht aus Zink und Aloe Vera, und ich kaufe die wirklich immer wieder nach. Ich bin von der echt überzeugt. Die ist eigentlich gut geeignet für so kleinere Wunden, wenn er irgendwie so Schurfunden hat, die trage ich auf. Und ja, die unterstützt das Ganze, dass es wirklich ganz schnell zuheilt, die Kruste draufkommt und sich nicht entzündet. Ja, einfach so eine typische Wundschutzcreme für so kleine Wunden. Dann habe ich hier jetzt nochmal eine Creme, die ist auch ebenfalls mit Zink. Die ist aber jetzt von Evalia und da ist noch Kamille enthalten. Und ich mag echt Cremes echt gerne, wo eben Zink enthalten ist. Aber da ist jetzt eben auch noch die Kamille enthalten und die ist echt bekannt für die heilende und beruhigende Wirkung. Die ist auch für kleine Wunden oder auch ganz gut für so Scheuerstellen oder auch, wenn sie am Pferd irgendwo juckt und einen Juckreiz hat. Das beruhigt eben diese Kamille echt richtig gut. Und dann noch die letzte Creme, ist wirklich die letzte Creme. Die ist auch von Evalia, und zwar ist es eine Ringelblume-Creme. Und ich glaube, diese Ringelblume ist auch sehr, sehr, sehr bekannt. Und ich habe mir die damals gleich besorgt, wo der Vicky diese Koliknarbe hatte. Und ich habe die mir auf diese Narbe aufgetragen. Und die sorgt eben dafür, dass die Narbe geschmeidig bleibt und eben dann nicht so fest wird. Und ist aber auch super gut für Hautreizungen oder eben auch für Juckreiz. Ja, ist so ein alles Wundermittel, kann man echt eigentlich überall auftragen und hat echt auch eine ganz besondere Wirkung. Dann haben wir jetzt mal die ganzen Produkte durch, die man auf Wunden auftragen kann. Und dann machen wir jetzt mal weiter mit Verbandsmaterial. Ich finde, ein bisschen was vom Verbandsmaterial sollte man am Stall schon da haben, bevor das Pferd kommt. Denn es kann natürlich schneller gehen, als man oft meint, dass sich das Pferd eine Entzündung holt oder sich bei den Bändern was tut oder bei den Zähnen. Und da gibt es ja ein paar Sachen, das sind auch echt überhaupt nicht viele, die man schon da haben kann, dass man einfach was machen könnte, falls eben der Fall auftritt. Ich habe immer am Stall so ein Baumwollvlies. Ich möchte es bloß nicht aufreißen, weil ich mir das erst gekauft habe, aber das schaut aus wie so eine ganz normale Fließplatte. Das bekommt man ganz normal beim Pferdesportgeschäft und das gibt man eben um das Bein, wo die betroffene Stelle ist, wo diese Schwellung oder Prellung ist. Das Ganze fixiert man dann mit einer Haftbandage. Ich habe da immer gleich mehrere am Stall, weil man die kann man leider nicht so oft verwenden. Ich verwende sie so 2 bis 3 Mal. Beim ersten Mal haftet ihr richtig noch richtig, richtig gut. Beim zweiten Mal eigentlich auch noch. Und beim dritten Mal müsste man sie dann vielleicht noch mit einem Tape fixieren. Aber so 2, 3 Mal kann man die schon verwenden. Und damit fixiert man dann eben dieses Baumwollvlies am Bein. Und dann mache ich wirklich immer, also wirklich immer einen Rivanol-Aufguss. Ich liebe einfach Rivanol. Das ist so ein Pulver, das bekommt man beim Tierarzt oder auch bei der Apotheke. Und dieses Pulver muss man mit Wasser mischen und dann wirklich komplett, ich glaube, das ist ein bisschen Pulver auf 1 Liter Wasserflüssigkeit. Und diesen kompletten Liter schüttet man dann praktisch in diesen Aufguss rein, in dieses Baumwollvlies. Und dann, wenn das Pferd eine kleine Wunde hat, was eben die Schwellung oder die Entzündung quasi ja ausgemacht hat, dann kann eben dieses Rivanol die ganze Nacht, den ganzen Tag wirken. Und ich, wenn dann den Tag drauf diesen Verband wieder runter tue, ist wirklich das Bein total abgeschwollen, ist nicht mehr warm und die Entzündung ist praktisch so gut wie weg. Also Rivanol-Aufguss ist echt klasse. Und dann gibt es noch einen kleinen Tipp von mir, und zwar diese kleinen Verbandspäckchen hier findet man in diese Erste-Hilfe-Boxen. Und wenn die abgelaufen sind, darf man sie ja im Auto nicht mehr haben. Aber ich finde, die muss man nicht wegschmeißen. Die sind ja trotzdem nicht total gut und brauchbar. Die können ja eigentlich nicht ablaufen.
Und ich nehme die dann immer mit zum Stall und es ist einfach eine günstigere Variante. Mit denen kann man genauso den Fuß einwickeln oder einen Aufguss machen. Die fixieren halt nicht von selbst, muss man dann mit einem Tape befestigen, aber die machen einen Job auch echt gut. Dann habe ich am Stall immer sterile Kompressen, die bekommt man einfach im Drogeriemarkt. Ich habe die wirklich immer da, die sind einfach zum Säubern und Abdecken von Wunden. Die kann man einfach wirklich immer brauchen, auch wenn man selbst mal eine Wunde hat. Und ja, beim Pferd genauso. Dann bleiben wir jetzt gleich mal bei uns, denn irgendwie vergisst man sich selbst wirklich immer. Also ich habe mich damals auch vergessen, ich hatte für mich auch nichts am Stall. Fürs Pferd hat man wirklich alles am Stall und kann man komplett versorgen und sich selbst nicht. Und ich habe das damals auch erst dann bemerkt, als ich mir den Finger geschnitten habe und kein Pflaster am Stall hatte. Also Leute, besorgt euch am besten gleich wasserfeste Pflaster, denn wir verletzen uns tatsächlich auch mal am Stall. Und das war es dann jetzt auch schon mit den Produkten, die man meiner Meinung nach schon da haben sollte, wenn das Pferd kommt. Ich glaube, ihr habt jetzt selbst gemerkt, so viel ist das wirklich gar nicht. So ein paar Sachen für ein paar Bereiche sollte man wirklich da haben, aber der Rest, glaubt es mir, das kommt von selbst. Und wir machen jetzt auch direkt weiter und zwar starten wir jetzt gleich mit der Strahlfolie. Wir hatten wirklich lange mit Strahlfolie zu kämpfen und ich habe auch wirklich einige Produkte durch und ganz viel ausprobiert und habe jetzt wirklich so ein paar Sachen gefunden, die wirklich bei uns wirken und die Strahlfolie ist dann komplett weggegangen und haben wir auch echt gut im Griff. Ich habe die Strahlfolie immer mit der Jodseife gereinigt, das heißt, ich habe die Jodseife auf einen Schwamm gegeben und habe dann die Strahlfolie richtig ordentlich ausgewaschen, dass einfach der Strahl desinfiziert ist, sauber ist und nichts mehr drinnen ist. Und das habe ich immer mit der Jodseife gemacht. Die Jodseife ist auch einfach ja, so ein Wundermittel und Heilmittel, was man am Stall haben sollte. Kaufe ich immer nach, bekommt man auch beim Pferdereitsportgeschäft. Und ja, ist einfach so eine desinfizierende ja, Seife, steht eh drauf, wirksam gegen Bakterien, Pilze und das macht sie auch wirklich. Also damit habe ich immer den Strahl richtig ordentlich sauber gemacht. Und dann gibt es jetzt ganz, ganz viele verschiedene Produkte, auch in Reitsportgeschäften, die man da verwenden kann. Und ich habe da echt schon viele durch. Aber ich habe damals tatsächlich mit Backpulver gestartet. Ich habe den Tipp von meinen Hufschuhen bekommen und es hat auch echt gut bewirkt. Also ja, man kann auch mit günstigen Haushaltsmitteln solche kleinen Sachen behandeln. Aber Backpulver wirkt auch wirklich nur, wenn eben die Strahlfolie noch nicht so ausgeprägt ist und eben nur so, ja, so ein bisschen vorhanden ist und eben erst mit dieser Jodseife ausgewaschen. Dann muss man den Strahl richtig trocken machen mit einem Handtuch oder mit Watte, weil der muss wirklich trocken sein. Und dann habe ich das Backpulver reingetan und ja, das hat echt, solange die Strahlfolie noch nicht fest ist, wirklich Wunder bewirkt, aber der Strahl muss wirklich trocken sein, weil sonst fängt dieses Backpulver nämlich zum Schäumen an. Dann habe ich mir ziemlich schnell irgendwie ein Strahlliquid besorgt, das habe ich mir damals beim Krämer gekauft, das ist einfach zum Pflegen da, wenn ich meine, es könnte Strahlfolie kommen, dann tue ich eben auch ebenfalls den Huf meistens erst mit Wasser waschen und dann eben dieses Strahlliquid auftragen, einfach zum Vorbeugen. Also es ist nicht richtig diese Strahlfolie bekämpfen, wenn es da ist, es ist eher so zur Vorbeugung, aber unterstützt natürlich auch die Heilung. Und wenn dann die Strahlfolie schon fester ist und schon ein bisschen riecht und schon ein bisschen bakterieller ist, dann muss man wirklich da irgendwas reinmachen, was länger drinnen bleibt. Und ich habe mir da immer diese Wattepads gekauft beim Drogeriemarkt. Das sind einfach so kleine Puschel. Und die habe ich immer entweder mit dem Strahlliquid gedrängt, aber eigentlich tränke ich sie immer mit meinem Rivanol. Ich liebe das einfach. Wird damit gedrängt. Das drücke ich dann in den Strahl rein und dann bleibt es einfach für ein paar Tage drinnen. Es kann nichts reinkommen, ist durchgehend praktisch gesäubert und desinfiziert. Und damit bekommt man die Strahlfolie echt gut in den Griff. Und dann kommen wir jetzt zum Wundermittel schlechthin. Das ist das von Angelika, aber wir verwenden es beide und lieben es. Das bekommt man beim Tierarzt, im Internet oder auch ganz, ganz oft beim Hufschmied. Und das ist wie so eine blaue Tinte und man muss unbedingt Handschuhe anziehen, denn das Zeug bekommt man nicht mehr von den Fingern runter und auch nicht mehr aus der Kleidung raus. Aber das bewirkt Wunder. Auch den Strahl erst davor reinigen und dann diesen Draschpasta auftragen und die Strahlfolie ist innerhalb von ein paar Tagen echt wieder richtig gut. Und ja, das bewirkt Wunder. Und ist einfach das Heilmittel schlechthin. Strahlfolie wäre somit abgehakt, aber die Sachen, was ich euch jetzt gezeigt habe, die wirken wirklich, also zumindest bei uns. Und damit haben wir die Strahlfolie komplett wegbekommen. Oder wenn sie da ist, haben wir sie wirklich gut im Griff. Aber aktuell haben wir Gott sei Dank keine Strahlfolie. Und dann machen wir jetzt gleich weiter mit der allzu geliebten Mauke, weil die ist richtig hartnäckig. Aber auch da habe ich ein paar Sachen, die echt gut wirken.
Da spalten sich ja jetzt wirklich die Meinungen von Kruste entfernen, Kruste dranlassen. Und ich finde, das soll jeder selber wissen. Ich möchte jetzt gar nicht darauf genauer eingehen oder mit dem Tierarzt darüber reden. Ich habe die Kruste so jetzt nicht direkt entfernt, also so richtig pur oder grob runtergetan, sondern ich habe da mit dem Tierarzt eben gesprochen und ich habe die entweder mit Vaseline eingeschmiert, vorsichtig, oder mit Kokosfett. Das ist eigentlich egal, was man verwendet. Das wirkt beides echt richtig gut. Habe das wochenlang bloß damit einmassiert. Und dann geht diese Kruste irgendwann von selbst runter und löst sich ab. Und ja, in dem Moment muss man einfach abwarten, da muss man geduldig sein. Als dann diese ganze Kruste weggegangen ist, habe ich mir auch gleich so eine Creme beim Tierarzt geholt. Ich hatte davor mit der Jodseife und auch mit Rivanol versucht, das Ganze zu reinigen, also desinfizieren und in den Griff zu bekommen. Aber Mauke ist einfach nur mal richtig hartnäckig und die kommt irgendwie immer wieder. Und dann hat mir der Tierarzt einmal diese Creme hier empfohlen und die hat echt Wunder bewirkt. Ich habe die da, ich glaube, so eine Woche, ein bis zwei Wochen aufgetragen auf diese betroffene Stelle. Und damit ist die Mauke komplett weggegangen. Wir haben sie total in den Griff bekommen und seitdem haben wir auch kein einziges Mal Mauke mehr gehabt. Das war es dann jetzt auch mit den Sachen für die Mauke. Mauke ist einfach wirklich hartnäckig und ja, da muss man einfach wirklich dranbleiben. Man darf das wirklich nicht vernachlässigen, aber dann bekommt man es auch echt gut in den Griff. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit diesem blöden Thema Kolik und Bauchweh. Wer uns schon länger verfolgt, der weiß ja, dass wir schon eine Kolik-OP hinter uns haben. Der Vicky wurde ja operiert und ein paar Wochen drauf noch mal eine Verstopfungskolik. Und ja, seitdem hat der Vicky eben so ein paar Problemchen mit seinem Magen. Aber wir haben das echt gut in den Griff und ich habe jetzt auch so ein paar Sachen, die uns wirklich helfen. Und wir haben auch seitdem keine schlimme Kolik mehr gehabt. Erst letztens einmal eine ganz, ganz leichte, wo ein bisschen der Bauch gezwickt hat. Aber seitdem wirklich überhaupt nichts Schlimmeres mehr. Gott sei Dank, muss ich hier gleich auf Holz klopfen, weil brauche ich nicht nochmal. Und zwar habe ich hier einmal von der Original Landmühle so ein Magenwohlöl und das bekommt der Vicky, wenn er eben ja ein bisschen Bauchweh hat, so ein bisschen Krämpfe hat und aber noch nicht so richtig schlimm, also nur so ja, ein bisschen Bauchzwicken halt. Das ist auch so eine Kräuterölmischung und die bekommt er einfach praktisch direkt ins Maul. Und ja, das bewirkt auch schon, solange das Bauchweh bloß so ein bisschen vorhanden ist und nur so ein bisschen ein Zwicken ist, dann reicht dieses Öl wirklich vollkommen aus. Ist aber das Bauchweh dann schon schlimmer und das Pferd legt sich schon hin und frisst nichts mehr und ist total unruhig oder schwitzt schon, dann bekommt der Vicky immer Colossan. Ich fackel da überhaupt nicht lange, der bekommt sofort das Colossan. Ich gehe sofort mit dem Vicky spazieren, bis er dann endlich einen Haufen setzt und rufe meistens dann schon den Tierarzt an, weil bei Kolik bin ich echt übervorsichtig, seit wir diese Kolik-OP hatten, weil sowas brauchen wir einfach wirklich nicht nochmal. Aber Colossan ist ja das typische Wundermittel für Kolik. Und was es auch richtig geholfen hat, wo wir wirklich das alles richtig gut in den Griff haben, ist, dass der Vicky wirklich täglich ordentlich Öl über sein Futter bekommt. Das haben wir damals von der Klinik empfohlen bekommen und auch vom Tierarzt. Er bekommt so um die 100 Milliliter, ist auch egal welches Öl, ob Rapsöl oder Leinöl. Und damit kann eben eigentlich keine Verstopfung kommen. Kann natürlich sein, aber man kann da ein bisschen gegenwirken. Und ja, das hilft dem Vicky echt richtig gut, wenn er da einfach in sein Futter ordentlich Öl reinbekommt. Und dann habe ich jetzt hier neben mir bloß noch drei Sachen, so ein paar Kleinigkeiten. Und zwar habe ich hier einmal eine Creme für Schwellungen oder für Prellungen, also wenn irgendwo eine dicke Stelle am Pferd ist, dann gebe ich diese Creme hier drauf. Die ist auch echt gut, weil die kühlt das Ganze und die wird auch ein bisschen fester, also die wascht sich jetzt nicht durch den Regen ab und die tut da praktisch diese Schwellung oder Prellung kühlen und dann heilt diese Schwellung ab, also die ist auch echt gut. Und dann habe ich jetzt hier noch ein Mittel für Ekzempferde oder auch für Pferde, die sich gerne irgendwo schuppern und jucken. Das habe ich damals selbst gemacht. Das DIY dazu verlinke ich euch mal. Der Vicky ist ja an sich jetzt kein Ekzemer, also überhaupt nicht. Und der juckt sich auch so gut wie nie. Ganz selten, dass er sich hinten ein bisschen an der Schweifrübe juckt, aber habe ich so gut wie noch nie verwendet. Angelika nimmt das auch her für Lucky und für Blacky. Und ja, das tut einfach praktisch den Juckreiz ein bisschen unterstützen, lindern, das Ganze kühlen und pflegen. Und ja, bewirkt echt Wunder. Also das gibt man auf, das tut man einmassieren am Mähnenkamm, also an der betroffenen Stelle. Und das unterstützt das Ganze und macht eben, dass das abheilt und nicht mehr dann so juckt. Und zu guter Letzt habe ich jetzt hier noch Globulis. Ich zeige die her, weil ihr das unbedingt wolltet. Ich soll erklären, was diese Globulis bewirken und warum die der Vicky bekommt.
Ich habe die damals bestellt, das sind die Kalium Phosphorium D12 Globulis, um einfach mal zu testen, wie die auf den Wiki wirken. Und ich kann jetzt schon sagen, die wirken wirklich und unterstützen auch den Wiki. Er bekommt die einfach für die innere Ruhe, für die Gelassenheit. Ich möchte da auch ein bisschen vorbeugen für eine Stresskolik, einfach da ein bisschen unterstützen, dass er einfach vom Grundwesen her einfach, ja, bei der Ruhe unterstützt wird. Der Wiki ist ja an sich überhaupt nicht schreckhaft und ist auch immer die Ruhe selbst. Also er bekommt das jetzt nicht, weil er irgendwie so ein Nervösling ist. Also überhaupt nicht. Eher einfach, um zu unterstützen, dass eben er einfach ja, ruhig und gelassen ist und ja, auch für seinen Bauch ist es auch echt richtig gut. Oder wenn wir mit dem Hänger wohin fahren. Und die wirken echt richtig gut. Aber ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn ihr irgendein Pferd habt, das recht nervös ist oder aufgeregt ist. Da bekommt er einmal am Tag 20 Stück oder eben kurz vorm Hänger fahren. Das kann man ja ein bisschen variieren. Und die unterstützen einfach bei der inneren Ruhe und ja. Und das war's dann jetzt mit meiner Stallapotheke. Also ich habe jetzt einmal hier komplett ausgeräumt und euch alles genau vorgestellt, was ich für was verwende. Und ich glaube, ihr habt jetzt wirklich selbst bemerkt, von dieser Riesenbox braucht man wirklich nicht viel, wenn das erste Pferd kommt. Und ich hoffe, dass es jetzt wirklich sehr informativ und vielleicht auch ein bisschen hilfreich war, auch mit den anderen Bereichen, was man da so machen kann, um das Ganze zu unterstützen bei Strahlfülle, Mauke, Kolik. Und ja, mit den Sachen, was ich da benutze, bin ich echt zufrieden und das hilft bei uns auch richtig gut. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen was mitgeben. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann schreibt sie mir einfach in die Kommentare, ich werde sie beantworten. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und euch ein bisschen, ja, weitergeholfen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss!